Wo sind wieder Hütchen? Nimm doch einmal an. Ich nehm kann. Gefahrt. Ich will ein Hütchen haben. Welcher Hut gefällt euch von denen am besten, den ich bis jetzt hab? Wow! Oh. Kommt sie? Ich glaube, sie wird gleich ihren langen Hals ausfahren und schauen. Oh. Die toten Augen. Der Schotten, Alter. Wow. Zeige ich euch mal die Hütchen, okay? Die ich bis jetzt hab. Und zwar der Standardhut. Der gefällt mir eigentlich am besten, muss ich sagen. Die Papiertüten, oder? Ihr Gesicht ist so widerlich. Dann haben wir da den Kugelkopf, den ich eh schon aufgehabt habe. Die ganze Zeit. Und am wenigsten gefällt mir eigentlich der Six Gelb-Hut. Die auf hoher See. Die Mützen, weil die leuchtet so extrem. Also am besten gefällt mir eigentlich der Standard-Hut. Bis jetzt. Jetzt muss ich... Scheiße, wie komme ich da jetzt vorbei? Ist er da? Ah, ich muss die Flasche vielleicht aufheben. Hau die auch nicht oben. Passt. Dann stelle ich den jetzt da her. Alter, was dreht der unten ein Kind? Ich glaube, die verprügelt gerade ein Kind unten. Oh. Ma. Ich bin ein Trottel, Alter. Die Perspektive haut da nicht ganz hin. Das war beim ersten der erste Problem. Aber da weiß er. Ich hoffe, wenn als Hinweis. So. Hopp, hopp, sie. Ah, Mono. Boah. Hey, nicht echt jetzt. Hört's jetzt auf. Nein, jetzt nicht. Nicht jetzt. Hör mal auf mit dem, ha? Das ist jetzt sicher widerlich genug. Braucht man nicht das auch noch. Das ist schäbig. Fast da gerutscht. Ha? Ich weiß nämlich noch einmal ein Versteck. Falls man das oben hat. So, jetzt muss jetzt gelingen. X-Tips, das sind Soundeffekte, das sind okay. Die passen gut. Was sind Jumpscare? Muss jetzt nicht sein. Alter, ob ihr. Ist ihr Hals so lang, dass er bis da aufreicht? Aber warum wäre sonst das Versteck da? Guten Seppi, grüß dich, danke! Danke fürs Abonnement. Alles auf Versteck auf jeden Fall. Muss einen Grund haben. Kann sich nicht aufziehen. Ja, okay. Jetzt einmal fragen müssen, wie das funktioniert. Einfach auf die Haube unten klicken, auf die rosane. Oder tippen, wenn du am Handy dabei bist. Ja. Aha, für das ist das. Und schnell verstecken. Na! Ihre Augen, was Gesicht? Ist das widerlich? Gurken Seppi, wie geht's da? Ist nur zum Abonnieren kommen und schon wieder weg. War ein bisschen zu, Little Nightmares 2. Das taugt er. Bei der Zocker. Nicht mit Mario Kart und Animal Crossing. So, jetzt der Gurkenseppi ist ein großer Animal Crossing Fan. Die alle, die das noch zocken. Gibst du zockst eigentlich noch Stardew Valley ab und zu? Oder hast du wieder was Neues in der Reise? Frau Lehrerin, sie sind mir nicht so sympathisch. Ich muss es leider so sagen, wie es ist.
Warum ist ein Bücherregal mit einer Leiter? Ist die Frage, kann ich die Leiter verschieben? Benutzen. Schauen wir mal. Nope. Das erste ist voll gut. Das erste ist richtig, richtig gut. Also, das würdest du nicht bereuen, Fips. Das könnte ein guten Gewissen sagen. Wie sind die Leiter da jetzt gut? Hey, da drüben ist ein Hut! Ein runder Hut mit Augen. Gibt's denn? Ich freue mich nur, wie ich die Leiter weiterbringe. Ah! Geil! Also Leute, die beim ersten Teil dabei waren. Stimmt's mir zu, oder? Yeah! Teil 1 war richtig gut. Boah, der ist doch ganz unten. Aludosen ist das. Hey, das ist so ähnlich wie der Papier. Gut. Wäre aber cool, wenn man mit der schützen könnte, wenn die Hüte irgendeinen Effekt hätten. Das würde ich voll feiern. Nix, also Fips. Nicht überlegen. Kaufen. Okay, also willst du die Dings haben? Willst du die physische? Wo verstecke ich mich jetzt? Wo verstecke ich mich jetzt? Aber Little Nightmares habe ich beide digital am PC, aber nicht auf einer Konsole. Beim PC geht er im Prinzip nur digital weg. Mono! Hui! Hui, 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 hui! Holy fuck! Also. Ah ja, down. Kannst du es auf jeden Fall überlegen, wenn es beide. Alter, schleicht die, du grausliche Kreatur. Fuck, die kann ich da sogar erwischen! Snipestacks, jetzt hast du Pech gehabt gerade. Jetzt war ich gerade so. Auf dem Screen gebannt durchs Game Over. Aber grüß dich. Hey, dass du wieder da bist, falls du weg warst, weil du nichts mehr geschrieben hast. Ah, oh, fuck. Ja, genau jetzt da. Das habe ich jetzt verhaut. Und dir einen Jumpscare verhaut. Sorry. Oh. Ist aber auch geil, dass du beide zusammen um 36 kriegst und dann kosten die weniger als insgesamt beide Download-Versionen. Ich habe immer beide Spiele jeweils im Angebot gekauft. Schnell weg, 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 weg. So, jetzt kommt sie von der anderen Seite. Auf, 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 weg, 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 weg. Wir Schlangen, der Hals ist hinten, wir du dich bitte? Jetzt gestört. Also beim Monkey D. Ruffy schaut das, wenn er irgendwelche Gliedmaßen verlängert, definitiv nicht so gruselig aus wie in dem Spiel. Ich habe die beide eben digital gekauft und beide, wie sie im Angebot waren. Das hat sich voll angeboten, das war voll cool. Also da habe ich beide zusammen, glaube ich. Schade, dass ich nicht umgekomme, wo sie herkommen ist. Ich glaube jeweils 10 Euro waren es. Na, Kiso, der Ruff ist viel weniger gruselig. Oh Gott, jetzt ist mir die Live-Action-Verfilmung von One Piece wieder eingefallen. Von Netflix.
Ich bin gespannt, wie es das diesmal verhauen. Jetzt habe ich mal gesehen, ich habe jetzt wirklich überlegt, ob ich mir nicht den PC Game Pass einmal kaufen soll. Weil ein paar Spiele zumindest drinnen sind, die ich gern hätte. Aber, ich meine, 10 Euro im Monat, das ist gar nichts. Nur ich muss auch dann halt wieder kündigen, sobald ich mit alle durch bin, die ich nicht brauche. Okay. Jetzt bin ich gerade überfragt, was da weitergeht. Ihr Haufen bringt mir nichts. Nur mein Versteck. Und die Richtung, wo sie herkommen ist, da kann ich nicht weiter. Da ist eine unsichtbare Barriere. Kann ich die Kisten da hinten ziehen, zur Tür schnallen vielleicht, aber. Oh shit, ja. Ich hab mir gedacht, dass das schwer ist. Und bis jetzt haben sie mich bei Netflix schädliche Sachen verhaut. So Live-Action angeht und ja. Allgemein. So rauchen die Mistkübel immer alle. Sind da wieder Fallen einbaut im Boden? Es speichert. Mal kurz unter den Tisch verstecken und warten, ob da was kommt. Ah. Nichts aus. Geht er da auf, wie der Kleine? Ah, da ist ein Schloss. Wo brauche ich also einen Schlüssel für die Tür? Ich muss ein bisschen erkunden, dass ich auch keinen Hut übersehe. Wenn ihr irgendwann Hut sehen solltet, bitte gleich schreien. Aber es ist, glaube ich, nicht so einfach. So einen Hut sehen. Weil es doch relativ finster ist. Es hat gespeichert, das ist nicht gut. Also auf Dosen Floschen. Alter, die Schotten für die Ace draußen. Was kann ich mit den Floschen machen? Oh, da ist wieder ein Geist. Ich friss den Geist. Was? Geist gefressen? Warum auch immer, dass er das tut? Wenn jetzt die Floschen nimm und wirf. Und sie dann daher? Sie kommt nicht daher. Ich glaube, es ist gerade Werbung, gell? Ich weiß nicht, wenn mir anzeigt, dass Werbung ist. Ob dann für euch alle Werbung ist, weiß ich leider nicht. Oder ob man die Werbung mit einem Adblocker irgendwie blockieren könnte, sogar theoretisch. Hey, riesige Schachfigur. Ich warte mal kurz. Wo sehe ich eigentlich, wie lange Werbung ist? Girl? Schach. Hey? Na? Ich habe mir jetzt eigentlich schon gedacht, dass ich da jetzt die Schachfigur als Art Plattform benutzen kann. Ah ja, kann ich. Oh je. Ich geh nicht gleich Schachmatt. Zu einer Figur zugebunden? Sagt mir bitte, falls die Werbung aus ist oder falls die Werbung noch immer ist, ich muss euch das sagen, es schaut so makaber krank aus. Da ist wieder das Auge. Ist noch immer Werbung? Wie lange ist denn die scheiß Werbung, Alter? Ja, manchmal ist Werbung, Fips. Ich glaube, pro Stunde streamen muss mindestens eine halbe Minute Werbung sein. Das ist das Minimum, was man einstellen muss.
Ich habe das Minimum eingestellt, was geht. Und darum will ich nicht, dass ihr was verpasst. Gerade bei so einer extrem creepy Szene, wenn Werbung ist. Aber da oben ist der Kopf vom König am Tisch. Und am König, der schwarze König, ist dort zu der Figur zugeknüpft. Und irgendwie hat keine einzige weiße Figur einen Kopf. Ich glaube, dass ich da einen König Schachmatt setzen muss. Könnte das ein Rätsel sein? Warum ich nur wie aufgekommen? Das ist so gestört. Ah, da ist ein Griff unterhalb. Unter der. Aha. Okay. Also da ist ein Griff unter der Leinwand. Und da ist die Position. Der König in der Mitte, der schwarze König, den kennen wir. Schwarze König in der Mitte. Das ist der, wo die Figur. Wie viel Hauben hast du eigentlich schon gesammelt, Fips? Ich meine, ich selbst zum Beispiel kann ja unendlich oft Sachen einsetzen. Meine eigenen. 1200, okay. Wo ist der König? Und ich muss die richtigen Cape auf die richtigen Figuren setzen. Das heißt, ich brauche einen König direkt davor, also da bei mir. Und die Dame links hinten. Und wahrscheinlich, wenn ich die jetzt obi wirf. Aha. Dame ist links hinten. Das hält sie gleich mal auf. Ich habe nur ein Problem. Und da hinten unterm Regal ist anscheinend der Durchgang dann. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da aufgekomme. Den Tisch. Der ist doch relativ hoch. Und finster ist es auch. Da geht auch nichts. Nur wieder umfassen. Biertütenmantel, kann ich vielleicht die Schubladen ausziehen und als Leiter benutzen? Nope. Und ich kann aber keine anderen Figur in den Kopf übernehmen, oder? Nein. Es ist gestört, wie der Kopf auf, also wie er aufgebunden ist auf den König. Wo geht auch nichts. Muss ich da den Kopf nochmal übernehmen und da drauf setzen? Das dann als Trampolin, als Leiter benutzen? Nein, aber den benutzt den nicht als Plattform. Ah, ich hab eine Idee. Ich habe eine Idee. Tja, einfach zurückgehen. Ha, geil. Ich habe nicht gedacht, dass ich auch einfach in den Raum verlassen kann und zurückgehen kann. Jetzt nehme ich den Kopf kurz runter. Nehme den und habe eine Plattform. Und habe jetzt den König. Ich muss dann da drauf. Der hat da drauf müssen, da drüben. Dabei war eh die Grafik der Hinweis gewesen. Auf der Leinwand oben. Und da ging ich spül. Und der ist schachmatt, wenn du den aufgetust. Jetzt geht der Licht an, okay. Ich glaube, da hinten ist das Regal jetzt da. Es ist ein Licht angegangen, geil. Heißt das, dass das ein geheimer Hebel ist? Ah ja, und jetzt geht hinten das Regal auf. Jawohl. Ui, geil. Ui, geil, echt. Da liegt der Schlüssel. Und da ist schon wieder ein Hund, der hindudelt. Also irgendwer hat da einen Hunde-Bibi-Fetisch gehabt. Und da ist wieder so eine Ente. Was mit dem Hunde?
ein Hundegraffiti immer auf sich. Spinnt drin und jetzt schon wieder. Das ist makaber. Das Kind, was da aufgeknüpft ist. es wird immer sexier. Und jetzt taucht wer auf und verfolgt mich. Wetten? Okay. Wo war jetzt Potenzial, aber nein. Wollten sie nicht.